Hallo YouTube, ihr seht's, es ist, geht nun los, The Operator. Wir hatten es ja nach der Future Game Show Showcase, hatten wir The Operator und die Demo angeschaut beim Nicht-24-Stunden-Stream damals. Wir fanden das Spiel ja sehr interessant, besonders mit diesem fiesen Cliffhanger, den wir hatten. Daher habe ich mich dazu entschieden, dass heute bei einem wunderschönen Samstag wir in The Operator richtig reinschauen. Das bedeutet, wir werden auch alles nochmal von komplett neu spielen, um auch einfach wieder in das Game halt reinzufinden und schauen mal, was da Phase ist. Ich habe noch ein bisschen Funken Erinnerung daran, was passiert ist, aber für diejenigen, die jetzt das erste Mal einschalten, ich werde es euch nicht vorwegnehmen. Der Chat ist auch mit dabei, der Chat ist sehr hyped und ich würde sagen, bevor ich weiter rumbabbel, gehen einfach direkt mal rein wieder, ne? Let's go! Sind Sie sicher? Starten Sie ein neues Spiel? Werden Ihre Fortschritte gelöscht? Möchten Sie trotzdem fortfahren? Ja, möchten wir. Chat, wir sind Analyst. Ich erwarte von euch Arbeit hier, ne? Gute Arbeit. Bio-Einrichtung irgendwo in der USA. 1992. Do you believe in extraterrestrial life? Are you currently restrained? Are you married? Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Den Namen können wir eigentlich schon erfahren, ne? Was sei? Hätte auch die Cam mal kurz mitmachen können. I'm sorry. FDA-Hauptquartier. Washington, D.C. 7.30 Uhr am Morgen. Da ist er wieder, unser PC-Chat. Da fährt unser wunderbarer, langsamer Computer hoch. Dies ist ein gesichertes, überwachtes Terminal der Bundesregierung. Jeglicher unautorisierter Zugriff sowie die Weitergabe von Informationen ist strengstens untersagt und wird strafrechtlich verfolgt. Chat, wollt ihr ein paar Infos? Können wir nach euch schauen, ne? So, der gute Evan Tanner sind wir. Unser Passwort ist, ich liebe Jori. Dann gehen wir mal rein dann, ne? Schauen wir mal hier. Wir sind beim FDI. Ja, eine Meldung. Willkommen beim FDI. Sie wurden der Operator-Programm zugeteilt. Bitte lesen Sie folgendes Dokument, ehe Sie fortfahren. Alle weiteren Anweisungen halten Sie von Ihrem Programm-Supervisor. Willkommen beim FDI-Operator-Programm. Dies ist ein gesichertes, überwachtes Terminal. Jeglich kennen wir schon, ne? Was ist das Operator-Programm? Das Operator-Programm wurde ins Leben gerufen, um Feldagenten, in Klammern, im weiteren Agents, ihre Arbeit zu unterstützen und ein hohes Maß an Geheimhaltung zu gewährleisten. Wie funktioniert das Ganze? Agents melden sich an die Hotline. Der Anruf wird an Sekretärin weitergeleitet, die Identität, die Freigabestufe und die Anfrage des jeweiligen Agents verifizieren. Die Anfrage wird an den Supervisor weitergeleitet. Der Supervisor stellt den Anruf zu einem verfügbaren Operator durch. Eine direkte Leitung zwischen dem Agent und Operator wird eingerichtet. Hat der Operator die technische Anfrage des Agents bearbeitet, wird die Leitung geschlossen. Weil die Informationen erhalten Sie von Ihrem Supervisor. Das Operator-Programm ist extrem geheim. Da ist er, Chat. Mr. Trench. Mike Trench. Wollen wir mit denen telefonieren? Ich weiß auch noch nicht so recht. Sicher. True. IP? Aha, eingehend. Hey, pal. How you holding up? Get all that booze out of you? Bitte, ich kann nicht folgen. Ich werde nie wieder was trinken. Vermutlich brummt mir deshalb der Schädel.
Wir sind ein alkoholisierter Operator? Nein, wir sind natürlich, ne? Wir würden noch niemals was, ne? Niemals zu viel trinken. What? You seriously don't remember? You wanted to celebrate your new job and I quote, ahem, properly. Well, I'm happy you're here. You and me at the FDI together. It's really great. But I gotta tell you something. When we're on the job, I can't treat you differently than anybody else. You understand, right? Hey, das, wir sind mit dem befreundet, wie es aussieht. Natürlich, Mike. Ich meine, Director Trench. Sicher, wie viel verdiene ich hier eigentlich? Sicher, wie viel verdiene ich? Das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Sieht nach Rollen, einem Rollentausch aus, was? Wie viel verdienen wir hier? More than your last job. I can tell you that. Well, I'd better run. Wow. The FDI can't run itself. Erste politische Antwort. Good luck with your first day. All right? Viel Glück in der ersten. Danke fürs Interview und dann ist später Mike. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ja, komm, wir machen hier. Ne, wir spielen ja mal mit. Oh, wie er einfach auflegt direkt. Okay, es ist nicht unser Supervisor. Ah, Chat, ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder, wer unser Supervisor ist. Stimmt ja. Super. Der gute Xavier Skinner, Chat. Ist eigentlich der Zeitpunkt, das Spiel wieder zu deinstallieren, finde ich persönlich. Hab schon drauf gewartet, ja. Good morning, Mr. Tanner. Welcome to the FDI. I assume you're up to speed on your mission here at the Operator Program. Ich habe das Begrüßungsdokument gelesen. Howdy. You know the basics. Good. So, just to recap, your job is to support our agents by providing them with all the help they need in the field to solve a case. That help can come in the form of fact-checking, video and audio analysis, even lab work. My job as a supervisor is to link the agents with an appropriately matched operator. Any questions? Was für eine Mod braucht ihr im Chat? Ich habe das Gefühl, das wird eine Veto-Sache. So, ich denke, ich bin bereit, Sir. Nein! Ah! First, you need to learn how to respond to an agent's request. Let's do a dry run, nee, Blue, das will ich schon tatsächlich wissen, was du davor hast. This just popped up at the top left of your screen, beside the applications menu. See it? Whenever you're stuck, or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Go on and click on the question mark, Tanner. Ich möchte mein Alter ermitteln. Schöne SS. Machen Sie ein paar Lauf. Ich möchte, dass Sie mein Alter ermitteln. Dieses Ziel ist es in den leckeren oberen Bildschirm aufgeploppt. Sehen Sie, ach so, wir kriegen jetzt trotzdem das Tutorial. Okay, Chat, wir müssen das Alter von Skinner ermitteln. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Nein, ich brauche nicht Hilfe. Nein. Nee, müsst ihr aber in den Kontext der Frage schon aus Gründen. Tatsächlich. Wenn Sie es weiterkommen, gewährt es Zugang zu Human Database, Human DB. Das will ich doch gar nicht. Sinne Arbeit Operator, okay. Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer on the screen. Ich weiß wieder, wer es ging. Ich habe gerade missklickt. Ich wollte halt gar nicht. Wollte eigentlich gar nicht darauf klicken, um ehrlich zu sein. Xavier Skinner Chat. So, let's go. Human Data Rank. Wir haben das Alter. Ist nebenbei verheiratet. Er hat einen Waffenschein. Wäre auch merkwürdig, wenn nicht, ne? Gewähren Sie sogar die Human Database. Human Database ist hier wieder so zu. Finden Sie diese Werkzeuge, Sie brauchen, um Agents zu helfen, Anwendungsmenü. In diesem Sinne, Arbeit Operator Tanner. Erledigen Sie den Auftrag, ermitteln Sie mein Alter. Haben Sie die Antwort gefunden? Klicken Sie zuerst auf die Aufgabe. Wählen Sie dann die Antwort auf den... Ah, guck mal, wir müssen erst so... Ah, so ging das. Ich erinnere mich wieder. Right. Kurz reinfinden, like that, ne? I'll let you get settled in. And I'll contact you later with your first real request.
Danke. Gott, jetzt kriegen wir jetzt einen richtigen Auftrag. FBI-Hauptquartier Washington DC. 9.18 Uhr am Morgen. Also. Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's her first case too. Not ideal, but consider this a learning experience. I'll be monitoring you in the background. Okay, Chat, wir haben unseren ersten Fall. Wir müssen bei einem Mordfall unterstützen. Nehmen die Herausforderung natürlich an hier. I'm patching the agent through now. Okay. Alexandra Pendle. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was das war. Tanner, right? Ja, das bin ich. I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ironic, no? My Vic, dead on arrival, is male, Caucasian, early 60s. He was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar. And some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? Also, wir haben einen Mord. Der Mord ist in einer Bar namens Sanctuary stattgefunden. Hat stattgefunden. Hallo einfach, Bina. Das Opfer ist männlich, Kaukasier, Anfang 60. Er wurde um 2 Uhr morgens getötet. In den Kopf geschossen. Ist das der gleiche Mord, den wir, bei mir... Ist das der gleiche? Bin mir gerade unsicher. Beweise angeht, habe ich einige Überwachungsvideos. Das Opfer hat eine Art Liste bei sich. Können Sie ihre mal gehen? Natürlich. Ich werde tun, was ich kann, Agent. Thanks, Operator. Okay. I'm sending over the files. Good luck. So. Wir haben unseren Fall-Chat. Wir haben einige Tools. Also wir müssen den Namen des Killers ermitteln. Gehen wir mal die ganzen Daten halt durch. Wir haben die Kamera. Wo einfach jemand reinkommt und die Person erschießt. Die Dinge, die man so tut, ne? This is our cutting-edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go on, give it a whirl. Alright. Wir haben als erstes unser Opfer. Just like with the video, you can click on a photo for further analysis. Jetzt ermitteln wir erstmal, wie das Opfer heißt. Henry Jenkins, Chat. Ganz tot, 65. Unfortunately, for the moment anyway, there's not much else we can learn about him. Ja, da können wir im Moment nicht sehr viel mehr über ihn in Erfahrung bringen. Es ist halt die Frage, warum das Profil von jemand unvollständig ist. Aber das lassen wir mal offen. Und jetzt versuchen wir einmal die Person zu scannen. Aber ich glaube, es wird schwierig. Oder? Qualität ist so niedrig. Okay. Aber wir haben ja eine andere Möglichkeit, den zu ermitteln. Und zwar vielleicht das Kennzeichen. Aber im ersten Mal hatten wir es auch mit dem Kennzeichen halt gemacht. Das ist ein bisschen fies jetzt, ne? So. Wir haben einmal CPL 481. Er ist momentan unterwegs. Ein Toyota Corolla Fleece. Check. Gehört Ray Wells, Black Oil Motors. Gestohlen aktuell nicht. Das bedeutet, im Prinzip haben wir vielleicht den Namen. Machen wir erstmal so. Namensliste. That's the list I found on the victim. It's pretty long. And to be honest, I got no idea who any of those people are. The bizarre thing is, that name at the bottom, it wasn't redacted when I bagged it. But I think it's irrelevant to our shooting here.
Aber ich denke, das ist hier für unsere Schießerei irrelevant. Die Frage, ob das so irrelevant ist, machen wir gleich. So, wir haben das Auto. Wir haben Henry Jenkins. Achso, das sind die ganzen Fotos, die sie jetzt sammeln. Stimmt, das ist, ich erinnere mich. Mal kurz ein bisschen auch reinfinden, muss ich zugeben. Kriminelle, das Opfer. Wir haben halt einen Namen. Und wir haben das Opfer, ne, im Prinzip. So. Dann geben wir doch mal den Namen Ray Welts ein. Da ist er, Chat. Ray Welts, Händler, bla 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 bla. Das ist potenziell unser Täter. Der gute Ray Welts. Lassen das mal offen. Gehen nochmal auf die Liste. Ray Welts. Geht nebenbei schon mal hier nicht. Die Sache ist natürlich jetzt gerade, warum sind die ganzen Namen hier so umkreist und warum sind welche durchgestrichen? I see that you're looking into the names of the people on the list. That's a waste of FDI time and resources, Tanner. Focus on the surveillance footage. Ja, entspann dich mal, Supervisor. Wir haben Zeit. Lebend. Okay, also hier, Ellie Bell ist lebend. Ich hätte nicht mal gedacht, dass es irgendwie jemand anderes. Chris Davis. Wir machen mal. Es mods ja bestimmt wieder. Strafregister. Halte- oder Parkverstoß. Oh, das sind aber die ganz schlimmen Sachen. Unerlaubtes Überholen. Okay, er ist auch lebend. Was mich jetzt interessiert, meine Liste scheint ja uninteressant zu sein für uns, aber Caden Thomas. Vermisst. Aha. Das ist interessant. Durchgestrichenes Vermisst. Wir nehmen mal noch einen anderen durchgestrichenen Namen. Wir nehmen mal Alexis Doyle. Alexis. Wo ist er denn? Wie wird denn jetzt geschrieben? Ich glaube, so war das, ne? Vermisst. Wie sagt man so schön? Alle guten Dinge sind drei. Len George. Vermisst. Das sieht hier nebenbei nicht so durchgestrichen aus, sondern eher unterstrichen. Aber ich glaube, das ist einfach nur in der Eile gemacht worden. Patrick Watts. Schauen wir mal. Vermisst. Das ist geschwärzt. Henry Jenkins, wartet mal. Henry Jenkins. Auch die Kombination. Hallo Talia. Das ist halt interessant. Warum hat er die Liste bei sich? Ach, guck mal. Ne, das ist Murray nur. Wells. Auch nicht. Says, ich will die ganze Zeit nebenbei tappen auf der Computer. Also im Prinzip ist das unser Mörder. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist zumindest der Fahrer. Hat auch ein paar Strafen, aber also Drogen besitzt halt. Aber diese Liste hat mehr Bedeutung, als wir denken halt, ne? Ich wollte die hier rausziehen, geht nicht. Also das merken wir uns mal. Alle Personen hier, die durchgestrichen sind, also wir brauchen das jetzt nicht so weiter durchsuchen, sind halt vermisst und es sind Personen eingekreist. Die Frage, sind das die nächsten Personen, die halt entführt werden? Oder vermisst werden, um es erstmal so zu sagen?
Die Liste, die ich öfter gefunden habe, sie ist ziemlich lang und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer diese Leute sind. Das Bizarre daran ist, der Name ganz unten, als ich die Liste gesichtet habe, war noch nicht geschwärzt. Aber ich denke, das ist für unsere Schießerei nicht relevant. Guck mal, das ist halt das Interessante. Personen, die durchgestrichen sind, werden vermisst. Personen, die umkreist sind, die werden noch nicht vermisst. Und sie sagt, dass der Name vorher noch nicht geschwärzt war. Er will nicht, dass wir weitersuchen. Ich weiß ja nicht so recht, ne? Schauen wir mal. Das Auto gehört einem gewissen Ravels. Nice. Now we know the perp's name. You got something for Wells' address? Because I'll take it if you do. Wells Adresse haben wir natürlich auch. Letzte bekannte Adresse ist diese. Yeah, that'll do. Nice work. Next up is to bring Wells in. I'll keep you updated. Thanks, Operator Tanner. Mach nur mal einen Job, Agent. Komm, wir sind natürlich so bescheiden wie Juska, ne? Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later with your next request. Was ist denn für ein fieser Knecht? Was meinen Sie mit nicht übel? No need to worry, Operator. You'll improve with time. Ich glaube, unser Supervisor ist ein kleiner toxischer fieser Kerl. Sorry. Gut, wir haben jetzt 5.32 Uhr nachmittags. Schauen wir mal, was reinkommt. Meistgesuchte Person des FDI. Bitte lesen Sie die aktuelle Liste der meistgesuchten Personen des FDI. Erinnerung, sollten Sie während Ihrer Schicht auf Informationen stoßen, die dem FDI behilflich sein können, informieren Sie umgehend Ihren Supervisor. Meistgesuchte Personen des FDI. So, Name Fred Smorikinski. Gesucht wegen des Versandes und der persönlichen Abgabe mehrerer Sprengvorrichtungen in Bundesgebäuden und Universitäten. Smorinski, letzter bekannter Wohnsitz war Willington, Montana. Wilson Boulder. Gesucht werden zur Beteiligung zahlreicher Morden Anfang der 80er Jahre und Verbindung mit einer kriminellen Vereinigung sowie Verstrickung in den Drogenhandel und andere illegale Aktivitäten im Großraum Boston, MA. Name Hall. Tatsächlicher Name unbekannt. Gesucht wegen verschiedener Cyberattacken gegen die Bundesregierung und andere Organisationen. Snorish. Anführer des Kultes der Heiler des 17. Tages. Gesucht wegen Erpressung, Drogen und Sexhandel sowie illegalen Waffenbesitz. Wurde zuletzt unmittelbar vor der Stürmung ihres Hauptquartiers in Bart, Texas durch das FDI gesehen. Okay, okay, okay. Interessant. Meist gesucht. Können wir ja gleich mal was gleichen. Tanner, I need you to follow up on an investigation started by a previous operator. I'll let the agent working the case bring you up to speed. Natürlich, Supervisor Scanner. Der gute Barry Walker. Der guckt nebenbei nicht so nett auf dem Bild. Tell me, you got something. God damn it. Who are you? Obwohl, der Tanner, wie kann ich Ihnen helfen? Das Bild spiegelt ihn sehr wider, würde ich sagen, ne? FDI, you know? Interest, hobbies, full-blooded passions. I don't have time for this. Ja, wie können wir dir helfen? I got a missing persons case out here in Dryfield, Nevada. Connie Moore's her name. I canvassed the area, talked to the locals. I can't believe I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. In Dryfield, Nevada. Middle of nowhere. Hot as hell, sandy. Calling it a small town would be an insult to small towns. Die Leute denken ernsthaft, das waren Aliens im Spiel? Look, I think it's bonkers too. Another weird thing is, over the past year, four people in Dryfield have claimed they've been abducted. And every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later, Connie's story's the same. Ich dachte, sie ist verschwunden. She was. Hop back up yesterday.
collected her testimony myself. She had a camera on her. Naturally, I'd like to look at the photos. But to do that, I gotta go through you, an operator. Lucky me, right? Wonach soll ich suchen? There's something off about all this. I mean, beyond all the talk of little green men. Just look for something that doesn't add up, okay? Was, wenn ich nichts finde? Oh, you will. I'm telling you. I got a nose for this kind of thing. I just can't do it myself because I don't have direct access. The operator program. No combination of words could possibly convey the love I hold for it in my heart. Here are the files. Okay. Er hat ja richtig Lust, der Boy, ne? Aber Chat, wartet mal. Wie heißt die Dame? Connie Moore. Bevor wir da reingehen. Connie. Aha. Und? Die Sache ist, wir haben eine Überschneidung hier in unserem Dokument. Connie Moore ist verschwunden und ist jetzt wieder aufgetaucht. Kann das sein, dass die Leute, die eingekreist sind, nicht Leute sind, die verschwinden werden, sondern wieder aufgetaucht sind und etwas erzählen über die Zeit? Wartet mal. Gucken wir mal. Connie Moore. Müsst wahrscheinlich die Datenbank nachher absuchen. Dryfield, Nevada. Krankenschwester, ledig. Dryfield, Nevada. Okay, wartet mal. Lola Burg. Lola Burg. Burke. Ne, die kommt von woanders her, ne? Das ist schon mal keine Überschneidung, aber die ist auch lebend. Oh, nur, guck mal, die hat 0 negativ, sie hat 0 positiv. Ben Dixon. Versucht da gerade so ein Muster kurz zu erkennen, Jack. Keine Ahnung, was. Weiß nicht. Ben Dixon. Ah, positiv, okay, daran liegt es auch schon mal nicht. Es steht doch nirgendwo drin, dass die Personen entführt wurden oder sowas, ne? Bei ihr steht es aber auch nicht drin. Okay, aber sie ist auf der Liste. Das müssen wir uns mal merken. Sie ist auf der Liste. Gucken wir erstmal hier. Also, wir haben einmal eine Zeugenaussage von Connie Moore. Wir haben eine Telefonaufzeichnung. Und wir haben eine Kamera. Alright, gucken wir uns erstmal die Zeugenaussage an. Connie Moore Aussage, Zusammenfassung. Nachdem Connie Moore am 5. März 1992 wieder aufgetaucht war, haben wir ihre Aussage bezüglich ihrer angeblichen Entführung durch Aliens aufgenommen. Aktuell, Connie Moore, das Opfer. Agent Barry Walker, ermittelnder Agent. Brittany Hall, FBI Transcriptorin. Transcript. Walker, können Sie uns mehr über den Tag Ihres Verschwindens erzählen? Moore, ich war in der Wüste bei Dryfield wandern. Das mache ich manchmal, um den Kopf freizukriegen oder um Fotos zu machen. Die Fotografie ist so eine Art Hobby von mir. Walker, und das ist Ihre Kamera? Agent Walker zeigt auf eine Kamera auf den Tisch. Moore, ja, stimmt. Walker, woran erinnern Sie sich sonst noch bezüglich dieses Tages in der Wüste? Moore, tja, es ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich wollte den Mount Murray umrunden. Daran erinnere ich mich. Zu dieser Jahreszeit ist es dort wirklich schön. Ich erinnere mich, dass ich 2 Fotos gemacht habe. Dann hörte ich laute Geräusche am Himmel. Ich habe nach oben gesehen und hatte gerade noch Zeit für ein weiteres Foto. Es war einfach so schnell. Ihr Schiff, das UFO. Und ich glaube, da sind sie gelandet, östlich von mir. Also bin ich hingelaufen, um vielleicht noch mehr zu sehen, ein Foto von ihnen zu machen. Ich habe ungefähr 1 Stunde und 40 Minuten gebraucht, um den Landeplatz zu erreichen.
Walker und dann Moore. Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich habe einen totalen Filmriss. Ich weiß nur noch, dass ich in irgendeinem Raum aufgewacht bin und dass ich mich nicht bewegen konnte. Walker, war sonst noch jemand in diesem Raum? Moore, ich will nicht daran denken. Aber ja, sie waren da, überall, die Aliens. Walker, wie haben sie ausgesehen? Moore, im Raum war es so hell, als würde ich in die Sonne schauen. Ich habe nur ihre Silhouette erkannt. Walker, können Sie sie irgendwie beschreiben? Moore, sie waren Menschen, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie hat nichts gepasst. Sie waren so groß und dünn. Das Ganze war wirklich verstörend. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen. Darüber bin ich froh. Walker, woran erinnern Sie sich hinsichtlich des Raumes? Moore, er war weiß. Ich meine, komplett weiß, steril. Es roch wie in ein Krankenhaus. Er hatte keine Türen, keine Fenster, nichts. Nichts als weiß. Walker, was denken Sie, wollten Sie von Ihnen? Moore, ich glaube, Sie wollten von mir lernen, mich studieren. Ich hatte solche Angst. Ich konnte nicht klar denken. Sie haben mir ständig Fragen gestellt. Immer und immer wieder. Walker, welche Art Fragen? Moore, über mein Leben, meine Familie, meinen Glauben, alles. Ich schätze, genau das tun Sie. Menschen studieren. Walker, woran erinnern Sie sich sonst noch? Moore, Sie hatten diese seltsamen Stimmen. Irgendwie mechanisch. Und da war diese Maschine, die Sie benutzt haben. Sie war auf meinem Kopf. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat wehgetan. Walker, können Sie uns noch etwas sagen, Conny? Moore, nicht wirklich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in der Wüste bei Dryfield aufgewacht bin. Ich hatte Kopfschmerzen, vermutlich wegen ihrer Drogen und Gehirnsonden, keine Ahnung. Ich bin einfach nur rumgelaufen. Zum Glück hat mich jemand gefunden, sonst wäre ich an Dehydrierung gestorben. Dann haben sie vermutlich die Cops gerufen und die haben sich an sie gewandt, am Ende der Geschichte. Aha. Interessant. Wir lassen es erstmal wirken, ne? Telefonaufzeichnung. Bericht der Handy-Triangulierung Conny Moore. Pings und Zeitstempel vom Sendemasten zum Zeitpunkt von Connys Verschwinden vom 5. Februar 1992 und ihrer Rückkehr am 5. März 92. Zwischen ihrem Verschwinden am 5. Februar 92 und ihrem Wiederauftauchen am 5. März 92 um 7 Uhr Handy nicht gesendet. Ich erinnere mich, ja. Unstimmigkeiten, Chat. Die guten Unstimmigkeiten. Wir haben Bilder. Februar 92. 21. Februar 2. Guck mal, hier ist halt die Unstimmigkeit. Weil sie sagt, sie ist in der Aussage. In der Aussage sagt sie. Hat sie dann ein genaues Datum genannt? Nee, ein genaues Datum steht hier nicht, aber das Foto wurde ja viel später halt gemacht. Also das ist halt eine Unstimmigkeit, so. Dieses Foto wurde am 21. Februar 92 aufgenommen, 16 Tage nach ihrem Verschwinden. Jackpot. Connie said she took that photo the day she disappeared. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny things to her brain. Maybe your brain was funny to begin with. Do me a favor. Locate the position on the map where she supposedly snapped this photograph. Okay, wir sollen aber das Foto auf der Karte finden, wo sie ungefähr das gemacht hat. Ja, und dann müsste das ja ungefähr hier halt sein, wenn man jetzt nach den Uhrzeiten einfach geht, ne? Ungefähr hier. Genau hier, Agent Walker. Alright. Now check this spot out. Guess I gotta do a little hiking. Probably sweat my goddamn balls. Um.
Irgendwas ist kaputt gegangen, Chat. Hallo Evan. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich weiß viele Dinge über dich, Evan. Denken Sie sich in das FBI? Ich hatte mir schon sowas gedacht. Lass ich mir dir etwas zeigen. Erinnerst du dich an die Liste, die bei Henry Jenkins gefunden wurde? Du hast sie gefunden, oder? Die entführte Frau. Ziemlich großer Zufall, findest du nicht? Ich gehe ferner davon aus, dass dir nicht aufgefallen ist, dass von den 136 Personen auf der Liste 122 als vermisst gemeldet wurden. Haben Sie sie entführt, Hall? Mach dich nicht lächerlich, Evan. Ich würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Naja. Einer lästigen Fliege vielleicht. Eine letzte Sache noch. Und das ist der wichtigste Teil. Am Ende der Liste wurde ein Name geschwärzt. Dieser Name ist der Schlüssel, um alles zu verstehen. Ich muss jetzt los, Evan. Aber ich melde mich bald wieder. Versprochen. Warten Sie, erzählen Sie mehr. Arschloch. Nein. Warum erzählt ihr uns nicht mehr? Huch. Ja, Chat. Ich glaube, wir haben ein bisschen anderes Gespräch mit dem gehabt als beim letzten Mal, oder? Oder irritiere ich mich gerade? Wow. Oder wundere ich mich? Oder vertue ich mich gerade? Ich meine, dass wir gerade ein anderes Gespräch hatten. War es nicht der Punkt, wo die Demo geendet hat? Ja, das war der Punkt, wo die Demo geendet hat. Wir sind jetzt, so gesehen, im Unbekannten wieder. Ein bisschen habe ich mich erinnert an ein, zwei Sachen, bin ich halt ehrlich zu euch. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt an der Spielweise. Also, wir haben nicht ansatzweise so lange gebraucht diesmal mit dem einen Fall wie damals. Aber ja, diesmal sind wir auch ganz anders, also bin ich ganz anders ans Spiel herangegangen. Und jetzt geht's richtig los. Was will Hall uns sagen? Was finden wir heraus? Geht sofort weiter, ich mach nur kurze Fenster auf, es ist nämlich warm. Draußen ist es windig und so. Alright, Chat. Das Gespräch kam mir aber gleich vor. Sicher? Letztes Mal haben wir Conny Moore nicht in der Liste nachgeschaut, glaube ich. Aber who knows? Gut. Wir gehen erstmal wieder arbeiten, Chat. Erstmal einen Kaffee. Also der ähnliche Aufbau ist schon da. Ich glaube, ein bisschen waren einige Dialoge anders, aber vertraut mein Hirn bitte nicht. Das wäre fatal. Da sind wir wieder. 17:49 Chat. Oh, da ist er wieder. Operator Tanner, are you there? Agent Walker told me that your connection was suddenly cut.
And when I tried to contact you, you were offline. What happened? Boah, das ist aber... Das ist aber, boah, sagen wir die Wahrheit? Oder lügen wir? Vielleicht schon recht gleich, aber eine Formulierung oder so anders war, kann ich das auch nicht sagen. Boah, schwierig. Neuer Job. Wir wollen beeindrucken. Wir wollen Karriere machen. Bis jetzt gibt es keine Gründe, niemandem zu vertrauen halt, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir werden in eine Verschwörung rein manövrieren. Ich werfe diesen Guest jetzt einfach mal rein. Einmal gucken. Madalan, vielen lieben Dank für den Resub im 10. Monat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, wir sagen die Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit. Entweder glaubt er uns oder er glaubt uns nicht. Hal, I thought we had taken care of that problem. I will look into this matter immediately with our cybersecurity department. The second shift of operators has arrived. You can go home now, Tanner. See you tomorrow. And don't be late. Bis morgen, Supervisor Skinner. Kann man einem Skinner vertrauen? Nein. Ein Skinner kann man nicht vertrauen. Ah, wartet mal. Bevor wir haben ja jetzt gerade Zeit. Momentchen mal hier. Namensliste. Der gute Fred. Na, Fred ist schon mal nicht hier. Der Wilson. Auch nicht. Hall. No, nein. Hall. Achso. Hall mit einem L, ne? Ja. Ich hätte meine Tastatur löst sich immer mehr auf. Ich muss mir echt langsam eine neue holen. Das ist ein bisschen sad. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich tippe und meine Tasten fliegen mir manchmal entgegen. Ich weiß halt noch nicht, was man nicht holen soll. Ach man. Es gibt eine mit Kirschblüten, da bin ich momentan überlegen. Aber die ist halt teuer. Aber die ist halt schon cool. So Kirschblüten-Tastatur ist schon eigentlich ganz nice, ne? Naja, egal. Okay, die haben wir hier schon mal nicht. Das ist immer noch schwarz. Was ist, wenn wir Paul hier eingeben? Mit dem vollständigen Namen eingeben, okay. Das geht schon mal nicht. Ich gehe einfach mal Holly aus Spaß ein, Chat. Einfach mal aus Spaß. Okay, geht auch nicht. Okay. Denke, dann machen wir erstmal Feierabend. Was heißt denn die Fälle, die wir hatten, ne? Ja. Okay. Haben wir denn hier was Schönes drin? Zu löschen. Ah. Oh. Oh. Passwort. Haben wir keine Software, mit der wir Passwörter knacken können? Ich glaube noch nicht, ne? Ich hoffe, wir kriegen so eine Möglichkeit. Wir wissen, was in dieser Datei drin ist. Wehe, die wird gelöscht. Ah, okay. Gehen wir erstmal. Tag 1. Thank you.
Katze. Katze hat Hunger. Wir rauchen. Evans Wohnung, 6 Uhr morgens. Also wir haben Hauptquartier um 7.22 Uhr.